willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Douglas. Wir haben Murray betäubt. Aus Versehen. Aus Versehen. Und jetzt wollen wir an die Schließfächer kommen. Murray schläft. Jetzt komme ich an die Fächer heran. Aber ohne Schlüssel oder Einbruchswerkzeug oder etwas in der Art bekomme ich das Fach mit Angelinas Brief nicht auf. Und Murrays Taschen will ich lieber nicht nach dem Schlüssel durchsuchen. Das würde er merken und mich glatt der Polizei übergeben. Aber ich glaube, wir sollten noch mal ins Dorf gehen. In den Pub. In den Pub. Da finden sich doch bestimmt windige Gestalten, die uns bei Einbrüchen helfen können. Hallo, Tom. Toms Gangster. Absolut. Abend. Geschäfte. Mal angenommen, ich müsste einen abgeschlossenen Schrank öffnen. Könnten Sie mir dabei helfen? Ich? Wie kommst du denn darauf? Bobby meinte etwas in der Richtung. Das fette Schwein sollte lieber seine Klappe halten. Was ist nun? Können Sie mir helfen? Ruf einen Schlüsseldienst an. Von mir bekommst du was zu trinken. Sonst nichts. Ach, Moment. Lassen Sie uns ein Bier trinken, Tom. Wenn Sie beide bezahlen, auch mein Bier kostet etwas im Einkauf, wissen Sie? Ja. Klar, versteht sich von selbst. Gluck. Genau, erstmal abfüllen und dann. Den kann man auch ein bisschen antrinken, wahrscheinlich. Ja. Was ist? Warum trinken Sie nicht? Ich bin nicht so schnell. Amerikaner können nichts mit anständigem Bier anfangen, was? Unfassbar. Das stimmt. Tom! Du wolltest doch heute nichts trinken. Ja, na klar. Halt die Fresse, Spacko! Spacko! Du Scheiße. Immer diese netten Leute hier. Sie sollen ja äußerst geschickt sein, habe ich gehört. Da ist schon was dran. Mein Dad hatte eine Werkstatt, hab ihm früher viel geholfen. Ich konnte schon als 10-Jähriger Mopeds frisieren. Ich habe 2 linke Hände. Ich kann nicht mal ein einfaches Schloss knacken. Netter Versuch. Aber so betrunken bin ich nicht. Verstanden. Ich bin kein Schwachkopf! Wie der da drüben! Noch nicht so betrunken, aber das können wir ändern. Warum gönnen Sie sich nicht noch ein Bier? Geht auf mich! Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Bitte nicht! Oh. Oh nein. Bobby, das muss jetzt sein. Ja, tut mir leid, Bobby, aber. Ja. Tja. Ich weiß, dass du gleich wieder die Treppe runterfällst, aber. Das war Mrs. Piper. Ja. Nochmal Glück. Geile Musik, ja. Nun sagen Sie schon, Tom. Nur mal ganz theoretisch. Wie könnte ich ein Schloss in einem alten Sicherheitsschrank knacken? Die sind nicht so einfach zu knacken. Da braucht man schon das richtige Werkzeug. Und das wäre? Einbrecherwerkzeug. Aha. Und das könnte ich, nur ganz theoretisch, von Ihnen bekommen? Glaubst du, ich bin ein Einbrecher? Ich glaube, Sie wollen die $50, die ich Ihnen dafür gebe. Verpiss dich, du Lusche! Geh doch zu deinem Kumpel Bobby! Dann seid ihr schon zu zweit. Ist schon fast eine Luschenparty. $70? Ich will $200. So viel habe ich nicht. Versager. Dann bekommst du mein Werkzeug nicht. Noch nicht. Ihr seid doch alles Versager! Nutzt mich nur aus! Ja, trink doch mal ein Bierchen. Dann reden wir nochmal über Business. Ja. Ich wette, Sie können nicht 3 Biere hintereinander auf Ex trinken. Wenn Sie es bezahlen, beweise ich es Ihnen. Also los. Gluck. Schluck. Wundervolle Musik. Richtig cool. Ja. Da! Irgendwie habe ich geahnt, dass es kein Problem für Sie sein würde. Bock. Geschäft. Sind Sie ein Einbrecher, Tom? Ey, ne? 3 Bierchen, der tot da schon. Ja. So ein Blödsinn. Alles Lüge. Anständige Leute stehlen nicht. Mhm. Eben. Dann brauchen Sie doch auch kein Einbrecherwerkzeug, oder, Tom? Lassen Sie mich in Ruhe. Gehen Sie weg. Und nehmen Sie den da gleich mit. Ich werde erst gehen, wenn Sie mir das Werkzeug gegeben haben. Hier, $50. Und ich bringe es Ihnen zurück. Es ist alles nicht meine Schuld, wissen Sie? Ja.
Es ist Bobby. Ja, klar. Wenn er nicht wäre, würde es besser laufen. Alle haben sie mich allein gelassen. Was haben sie mir gelassen? Gut, dass wir Untertitel haben. Wir sollen ein ständiger Mensch da wohl rankommen. Mit so einem Klotz am Bein. Oh. Das Werkzeug, Tom. Gib schon her, Mann. Das ist ein armer Bobby. Nicht meine Schuld. Ich bring ihn nach Hause. Genau, mach das. Tut mir sehr leid, Bobby. Schon okay, Darren. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Ich hab deine Familie wieder kaputt gemacht. Aber ja. Angelina. Aber nicht mein Problem. Angelina. So. Ja, genau. Wir müssen sie finden schließlich. Okay, der geht von selbst. Ich fühle mich wie das größte Arschloch auf Erden. Ja. Ja, nah dran sehen wir schon. Kommt schon hin, fast. Wir sind der Teufel. Der Teufel. Der Satan. So, also. Wie geht denn das jetzt hier? Und, ach so. Hey. Moment mal. Ach nee. Nee, weg wollte ich. Doch jetzt. Nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Ach. Nein, du versuchst es jetzt nochmal. Ach so, man muss den Draht. Ach Gott. Moment mal. Muss ich den denn liegen? Muss ich den hier ein bisschen tiefer ziehen als. Hinten. Links. Links. Ja. Bisschen weiter links. Da. Bisschen mehr. Ja, geht nicht. Okay. Und jetzt? YOLO. Nein, nein. Das sind doch vier Nupsis. Warte mal. So. Nee, so geht's auch nicht. Ah, okay. Den Anfang so, ja, so. Also, okay. Moment. Und jetzt hinten, hier tiefer. Hier tiefer, ja. So? Ja. Noch tiefer. In der Mitte auch, hier, das in der Mitte auch, ein bisschen das tiefer, ja. Und dann davor auch. Ja, so ein bisschen. Ja, so. Vorher mal. Na, der muss. Alles ein kleines bisschen tiefer. Ja. Ja, so. Nee. Mal nochmal. Ah, das ist alles zu hoch. Zu niedrig. Das ist alles zu niedrig. Du, ja, musst, das heißt, du musst diese Linie mit der roten Linie zusammenbringen. Ach so, ja, okay. Das ist alles so niedrig. Also ein bisschen höher alles. Ja, genau. Oh Gott. Ja, man muss erstmal verstehen. Man muss erstmal verstehen, worum es hier überhaupt geht. Und dann episch agieren. Genau. Ja, ich glaube, ich ziehe mal noch so hoch, aber probier das mal. Ja. Alles rum. Alles weiter rum. Alles weiter oben ein bisschen. Alles. Aber es war doch. Moment mal. Nicht alles. Der kann der vorletzte ist okay. Ja. Der muss höher.
Der muss tiefer, ja. Ja? Ja. Okay. Dann müssen wir ein bisschen genau, höher. Hier höher. Okay, sehr gut. Und hier noch ein bisschen tiefer. Perfekt. Nee, der muss höher. Das hier auch. Das ist nicht richtig höher. Das ist ein bisschen runter. So. Was ist das denn hier? Minimal nach unten. Ein bisschen weiter rechts, glaube ich. Da. Nach unten? Nee, nach oben. Oder so. Warte mal. Nach oben. Nach oben, ja. Ach Gott. Ein bisschen weiter rechts, glaube ich. Nee, ich glaube, das war hier. Aha, doch, tatsächlich. Okay. Okay. Achso, hat er. Das war's. Das Schloss ist offen. Mann, Mann, Mann. Wir haben eigentlich nichts ein gemacht. Ein Brief adressiert an Angelina Morgan. Wehe, du bist die Mühe nicht wert. Wehe. So. Ein verschlossener Brief. Angelinas Name steht drauf. Er wurde gestern aufgegeben. Hier in der Gegend. Ich sollte ihn lesen, das könnte mich voranbringen. Ja. Mal sehen. Ach, danke. Mal sehen. Mal sehen. Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas schiefgegangen. Wer das liest, ist du. Mein Name ist Angelina Morgan. Und ich versuche Informationen über das Schloss Black Mirror, die Familie der Gordons und einen Geheimbund zu sammeln. Ich fühle mich bedroht und verfolgt von einem Mann namens Reginald Boris. Bitte kontaktieren Sie die Polizei und Darren Michaels in Biddeford, Maine, USA für weitere Informationen. Ich habe unter meinem Zimmer Kratzgeräusche gehört. Ich habe Angst. Ich habe eine Luke im Boden entdeckt und konnte den Code entschlüsseln. Ah. Die Lösung kannten zwei geschichtenerzählende Brüder aus Deutschland. KHN 62 17 1 25. Ich werde diesen Brief einwerfen und Murray um ein anderes Zimmer bitten. Darren, falls du diesen Brief liest, ich habe mich bemüht. Ich wollte mich hiermit für deine Hilfe bedanken. Ich... Liebe der. Say what? So, das heißt bestimmt Kinder- und Hausmärchen. Ja, und die Brüder müssen. Die Brüder Grimm sein, ja. So sieht's aus. Dein Bruder aus Deutschland. Ihr darf einfach nichts passiert sein. Oh. Geräusche unter ihrem Zimmer. Die Reginald Klappe. Boris, der ums Hotel schleicht. Zwei Geschichten erzählende Brüder. So, ab zum Bücherregal. Schnell die Brüder Grimm suchen. Wie war das noch? Zwei Geschichten erzählende Brüder aus Deutschland? Und hier steht ein Buch. Die Märchen der Gebrüder Grimm. Das muss es sein. So. Das muss es sein. Das muss Im es Inhaltsverzeichnis sein. Stehen 15 ausgewählte Märchen. Jawohl. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. Mhm. KHM 12. Rapunzel. Ja, und so weiter. Bis KHM 187. Ja, dann such die mal die Passung raus. Oh, muss ich das jetzt machen? Also, die weiße Schlange? Genau das steht doch auch in Angelinas Brief. KHM. Und dann einige Nummern. Ich nehme das Inhaltsverzeichnis mit. Danke. Oh tatsächlich. Nein. Ey, der ist auch echt... Dem ist auch nichts heilig hier. Schade ums Buch. Ja. Aber es sind in den schon in der Geschichte Jahren genug deutsche Bücher zerstört worden. Wow. Moment. So, also. Mal eben schauen. Das ist das Inhaltsverzeichnis aus dem Buch Die Märchen der Gebrüder Grimm. Insgesamt 15 Märchen sind nummeriert aufgelistet. Ich kenne nur ein paar davon. Na gut. Ah, ja. Okay, da musst du einen Brief gucken, oder? Hast du es dir gemerkt? Nee, irgendwie nur 17 und eine 1 habe ich mir gemerkt. Guck dir mal den Brief. Brief! Angelina hat den Brief an sich selber geschickt. Und wenn nichts geschehen wäre, hätte sie den Brief heute einfach in den Müll geworfen. Ja, mal sehen. Mal sehen, ja. Mach mal flott. Wenn so, das hier jemand 62, liest, dann ist etwas schiefgegangen. 17. Mein Name ist 1, Angelina 25. Morgan. Und ich versuche Informationen über das Schloss. Okay, so. Das ist das Inhaltsverzeichnis aus dem Buch Die Märchen der Gebrüder Grimm. Ja, ja. So. Das ist 62, ne? Die Bienenkönigin. 17. 17 ist die weiße Schlange. 1. 1 ist der Froschkönig.
und 25. 25, die 7 Raben. Okay. Okay, also Biene, Schlange, Frosch und Rabe. Dann wollen wir mal. So, aha. Well. Die Biene. Schlange, ne? Mhm. Schlange. Frosch. Und Rabe. Und ich kenne die Symbole kaum. Ach so. Okay. Also 62, 62 ja. Gehört zu Biene. Ja, gut. Okay, ist klar. Biene. 1 gehört zu Frosch. Frosch. Dort ist der Kermit. 17 ist Schlange. Schlange. Okay. Das ist es. Ich habe ein leises so. Klicken gehört. Ein leises Klicken. Eine leise Explosion. Eine leise Explosion. Ab ins Angelinas Loch. Ein widerlicher Gestank. Das dürfte die Kanalisation sein. Oder ein Loch, das als Kanalisation missbraucht wird. Also echt. Hinein. Jolo. Ja. Und? Komm, hör auf. Ach, wir brauchen was Leuchtendes, ne? Es ist stockdunkel. Ja. Ich kann nicht erkennen, wie tief es ist. Aber ich glaube, ich muss da runter. Irgendwo dort könnte Angelina gefangen gehalten werden. Ich weiß es. Aha. Den Seelenschlüssel mit ja, Batterie. Ja, den wollten wir seit 7 Staffeln sehen. Ja, genau. Aber den wollte er nie nehmen. Jetzt auf einmal, ne? Das gibt's doch nicht. Der schläft tief und fest. Hm. Hey, Mann. Aufwachen. Juhu. Wie? Was? Danke. Na, das wurde auch mal Zeit. Ah, von ihm müssen wir jetzt ein was? Foto machen. Ja, Chase, mal ein Foto. Was kann ich für Sie tun? Wir wollen ein anderes Zimmer. Ach. Es stinkt im gesamten Flur nach Gülle. Echt? Ich, Stehen. Oh, selbstverständlich. Hihihi. Unverschämtheit. Wie random ist dieses Spiel, ey. Ja, wir haben das doch gerade erst aufgemacht. Es ist nicht nur ein Foto. Es ist nicht nur ein Foto von ihm. Das schon random ist und ein Foto von ihnen jetzt. In einem bestimmten Zustand, ja. So, Foto. Nicht davor, nicht danach, sondern jetzt. Jetzt, genau jetzt. Echt. Der verschlafene Murray. Den hätten ja, wir gern. Aber, das, ne? Mit dem Schlafzimmerblick. Das finden wir schön. Ich glaube, das Bild ist ganz gut geworden. Genau. Bing, bing. Jawohl. Sehr gut. So, jetzt aber. Aha. Leuchtet in 3 verschiedenen Farben. Hm. Oh, Mann. Ich hasse mich schon jetzt dafür, aber ich brauche Licht und ich brauche es jetzt. Ja, dann nimm es doch. Du lieber Himmel. Eine ausgezeichnete Wahl, Sir. Mhm. Zeugt von Ihrem guten Geschmack. Auf jeden Fall. Halten Sie einfach die Klappe. Ja. So, Batterien und schwupp. Die Batterien passen und ich hab Licht. Ab in den Untergrund. Finde ich auch. Ab nein, in den Untergrund. Nein, ja, genau. Was? Ich dachte, du wolltest sagen, aber bevor wir das machen, nein. Nein, 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 wir gehen da jetzt runter. Es ist wirklich die Kanalisation. Allerdings garantiert nicht aus den letzten 100 Jahren. Ich kann Wasser erkennen und da sind Stufen in der Wand. Okay. Geh doch, Mann. Darren. Hör auf. Ja, genau. Boah, typisch, ist das Timing. Ja. Oh Mann, kein einladender Ort. Wirklich. Kein einladender Ort. Ja, das ist ja wunderschön. Können wir hier auch irgendwas tun? Achso, ja, wir können laufen. Wir können schnell laufen. Dicke, dicke, dicke. Was? Dicke, dicke, dicke. Was? Achso, geh doch mal hier. Schön. Ich finde es hier sehr einladend. Oh, was? Hier ist eine Eisenleiter an der Wand. Ich müsste ungefähr unter dem Parkplatz sein. Hm. Huch.
Am Ende der Leiter ist eine Metallabdeckung. Sie bewegt sich kein Stück. Wie schade. Rechts. Da hinten lang. Da hinten lang. Dann geh doch mal da hinten lang. Oha. Hinten rechts, hinten links. Vorne links. Interessant. Aha. Gitter. Ich weiß nicht genau, wofür hier überall diese Gitter sind. Vielleicht sollen sie großes Treibgut aufhalten. Oder sie sollen verhindern, dass Einbrecher durch den Kanal in Häuser einsteigen. Das kann natürlich sein. Ich weiß nicht genau, ja, ja. Wo... Nee, hier gibt's wohl nix. Links. Das ist aber hübsch hier. Ein Loch. Hm. Ich hasse Ratten! Ich hasse sie. Da fasse ich ganz bestimmt nicht rein. Was? Ich habe keine Angst, ich hasse sie nur. Genau, ich hasse sie nur. Jawohl. Ah, was bist du denn? Ein Holzbalken. Aha. Kann man ja immer gebrauchen. Genau. Aha. Ein etwa 50 cm langer Holzbalken. Okay. Nimm mal mit. Gehen wir wieder. Ich glaube, ich habe mich schon verlaufen hier. Hier war ich doch eben schon. Ach. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Ja, durchaus möglich. Hilfe! Boah, das stinkt. In diesem Abschnitt stinkt's besonders schlimm. Ja, klar. Jetzt bin ich im gleichen Tunnelabschnitt wie gerade eben. Eine Metallstange an der Wand. Ich nehme sie mit. Man weiß ja nie. Nein, vielleicht müssen wir was bauen. So. Ja, genau. Satellitschlüssel oder so. Richtig. So. Und? Aha, jetzt können wir mit der Eisenstange irgendwas anfangen. Hier ist eine Eisenleiter an der Wand. Ich müsste... Ja, ja. Am Ende der Leiter ist eine Metallabdeckung. Ja, hier bewegt sich kein Stück. Ich weiß, ich weiß. Aber da können wir auch nichts... Können wir das von außen machen? Von der Straße aus machen? Oder wo ist es ja, weiter? Ja, das können wir natürlich bestimmt tun. Da oben wartet Angelinas Hotelzimmer. Ich werde gemeinsam mit ihr aus diesem Loch klettern. Oder gar nicht. Bist du stur. Aber bevor wir das machen... Na gut. Speichern wir. Und sehen wir uns in der nächsten Folge.